Hallo, heute gibt es ein neues Video aus unserem Partnertierheim in Campi Salentina in Süditalien. Und wir möchten euch einen Hund vorstellen, bei dem es uns so extrem am Herzen liegt, dass er endlich hier rauskommt. Denn Massimo ist ein wundervoller Hund, passt aber leider nicht in das Beuteschema vieler Menschen. Denn er ist kein Labrador oder Golden Retriever, ihr werdet ihn aber gleich kennenlernen. Er ist ein wundervoller und auch unserer Meinung nach ein wunderschöner Hund, der dringend ein neues Zuhause sucht. Das ist Massimo. Und Massimo hat sein ganzes Leben in diesem Tierheim verbracht, in diesem Zwinger. Er kam als junger Hund hierher von der Straße und hat dieses Tierheim nie wieder verlassen. Massimo ist jetzt bestimmt 13 Jahre alt, ein wundervoller Kerl, einfach nur super verschmust und super lieb, sehr freundlich und ja, auch für sein Alter noch recht aktiv. Massimo mag aber keine anderen Rüden. Das ist der Grund, warum wir ihn im Tierrefugium Hanau nicht aufnehmen können, aufgrund unserer Gruppenhaltung. Deswegen suchen wir für ihn ein Zuhause, in das er sofort ziehen könnte. Er ist mit einer Hündin zusammen, mit Lena. Das klappt wunderbar. Mit Hündin ist er super verträglich, könnte also auch als Zweithund zu einer Hündin dazu adoptiert werden. Er mag einfach nur keine anderen Rüden. Das kann man diesem Hund auch mal zugestehen. Das ist ja jetzt nichts irgendwie Dramatisches und bestimmt auch noch was, woran man ein bisschen arbeiten kann. Aber sein hohes Alter und der Fakt, dass er keine anderen Rüden mag, macht ihn, warum auch immer, schon fast unvermittelbar. Denn viele Leute möchten halt eben den perfekten Hund. Dieser Hund ist perfekt. Er mag einfach nur keine anderen Rüden. Und wir sind wirklich sehr traurig, dass solche Verhaltensweisen, die nicht ungewöhnlich sind für Hunde, dazu führen, dass er kein anderes, dass er überhaupt kein Zuhause findet. Denn mit Menschen ist er, wie gesagt, einfach nur großartig. Er ist unglaublich freundlich, verschmust, lieb. Man kann ihn überall anfassen. Er hat schon ein etwas höheres Alter. Aber wir sagen immer, das, was einem ein alter Hund noch beibringen kann, das ist unbezahlbar. Und deswegen suchen wir für diesen älteren Herren eine liebevolle Familie mit einem Haus, einer Wohnung, die möglichst ebenerdig ist. Denn die Zeit im Tierheim, die ging nicht spurlos an diesem Hund vorbei. Er humpelt vorne rechts, das Bein ist auch etwas geschwollen. Und man muss einfach schauen, Massimo, was sich da ergeben hat. Vielleicht hat er da schon eine Arthrose drinne im Bein. Deswegen die Wohnverhältnisse möglichst ebenerdig. Wie gesagt, wenn eine Hündin vorhanden ist, ist das mit Massimo überhaupt kein Problem. Denn mit Hündin, die mag er einfach, ja, die findet er toll. Und wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass dieser Hund noch mal ein neues Zuhause findet. Denn der Gedanke, dass er hier im Tierheim stirbt und nie wieder eine eigene liebevolle Familie kennengelernt hat, macht uns einfach wirklich extrem fertig. Wenn ihr euch jetzt in diesen wirklich tollen Hund verlieben solltet, meldet euch im Tierrefugium Hanau. Die Kontaktdaten blende ich euch hier unten ein. Vereinbart einen Besuchstermin, ruft an, schreibt eine Mail. Wir informieren euch über das weitere Vorgehen bei einer Direktadoption. Und wir glauben jetzt einfach mal an ein Wunder, dass er ein neues Zuhause findet. Und eins können wir euch versprechen, dieser Hund wird euch mit Liebe überschütten, wenn ihr ihm ein neues Zuhause schenken solltet. Also, Massimo, schau noch mal schön in die Kamera. Und da draußen muss es doch Menschen geben, die sich jetzt in diesen Traumhund verlieben. Wir schicken auf diese Weise hoffnungsvolle Grüße aus unserem Partner Tierheim in Campi Salentina.